Ich bin ja nicht ganz gescheit. Nein, logisch. Mich freut sich, da zu spielen. Viele Freunde, die Familie ist auch da. Und, ich habe eine gute Erinnerung. Da. Ich habe das letzte Jahr den ersten Challenger-Sieg. Und meine Mailot ist super gegangen und das probiert man da auch gut durchzuschließen. Und das ist auch das letzte Turnier von Jahr und dann mal schauen, wie es da ausgeht. Mit welchen Erwartungen, Janik, gehst du jetzt in das Turnier? Du bist einer von den Favoriten, haben die Bedingungen ganz anders sein als jetzt in den letzten Wochen in Mailand. Ja, ich meine, es ist sicherlich nicht leicht. Komplett anderer Platz und morgen wird es auch nicht leicht. Ich kenne den Gegner relativ gut und haben schon zweimal gespielt das Jahr. Und er ist ein solider Spieler und ich glaube, sein Spiel kann man wirklich wertieren für den Platz. Er tut viel Leis und muss schauen. Logischerweise, man spielt zu gewinnen und man probiert alles Beste. Oh, man ist, es ist wichtig, Spiel nach Spiel zu schauen und mal schauen, wie es geht. Du bist eine ganz jung, starke Persönlichkeit. Was ist eigentlich dein Lebensmotto? Ganz kurz in Worten. Mein Lebensmotto? Ganz und zuerst bin ich froh, dass ich gesund leben kann. Das ist das Wichtigste. Und überhaupt an Tennis leben muss man allem weiterschauen und man muss allem positiv sein. Es werden auch Momente sein, wo es nicht gut geht und deswegen muss man allem nach vorne schauen und oft einmal vergessen auch, was war, gute Erinnerungen beizubehalten. Und es ist eigentlich allem verbessern und das ist auch das Wichtigste. Es ist schon ein bisschen, man hat schon ein bisschen Druck, gell? Im Endeffekt super Saison gespielt und bin auch für Ranking relativ weit durchgekommen und jetzt müssen wir schauen, wie es nächste Jahr wird. Sicherlich ist Ziel gut zu starten, das erste Mal Australien, es werden viele Faktoren zusammenkommen, aber ich bin noch jung, deswegen ich habe noch Zeit, viel zu verbessern und mal schauen.